Also studiert haben sie sowas wie Datenverarbeitung. Und das ist. Meine Mutter hat dafür überhaupt kein Faible gehabt, aber zu DDR-Zeiten durfte man halt nicht studieren, was man wollte, sondern wenn man Glück hatte und studieren durfte überhaupt, dann musste man das nehmen, was einem vorgegeben wurde, mehr oder weniger. Oder konnte es halt nicht machen und dann irgendwie einen Beruf lernen vielleicht. Also, wie gesagt, meine Mutter ist dann während des Studiums schon schwanger geworden, meine Eltern haben geheiratet und mein Bruder kam zur Welt. Mein Vater hat es noch tatsächlich zu Ende studiert, hat auch im EAW Treptow gelernt. Das war so ein Elektro. Unternehmen, also relativ groß zu DDR-Zeiten und seit der Wende, glaube ich, dann nicht mehr existent. Aber hat dann da auch nicht weitergearbeitet. Also es war im Grunde so ein berufliches Standbein, was er sich aufbauen sollte. Und hat dann noch in den 80er Jahren das Möbelhaus übernommen. Mein Opa, der das vorher geführt hat, war dann, hat noch mitgearbeitet, war natürlich immer noch irgendwie so der Patriarch, wenn man das so sagen kann, oder, aber formaler Geschäftsleiter war mein Vater. Und der hat das Möbelhaus auch nach der Wende weitergeführt, bis es dann eben im Jahr 2000 aufgehört hat zu existieren. Also es war auch nicht ein abrupter Prozess, sondern es war so, dass die Jahre nach der Wende, unmittelbar nach der Wende erstmal sehr gut waren. Aber dann so ab Mitte, Ende der 90er setzte dann, glaube ich, eine konjunkturelle Abkühlung ein. Und das hat dem Laden, also hat sich in den Umsätzen des Ladens wirklich sehr stark bemerkbar gemacht. Und ja, zur Jahrtausendwende, also gut, etwa zu der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, haben wir das Möbelhaus dann auch geschlossen. Also. Und mein Vater hat sich dann nochmal ein Postkartengeschäft letztendlich aufgebaut. Also er hat, so, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat immer gerne fotografiert, er hat sich auch immer für Postkarten interessiert. Zu DDR-Zeiten war das ja auch eine Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Also er hat Fernschach gespielt und hatte dann Schachspieler, Schachfreunde auf der ganzen Welt. Und dieses, ja, dadurch hat er ja so Bildereindrücke halt aus Ländern bekommen, die man natürlich völlig unrealistisch überhaupt immer reisen konnte. Und ja, so kam dann die Idee auf, auch Fotos von Weißensee, von Hohenschönhausen, von Lichtenberg vielleicht dann so zu eigenen Postkarten zu gestalten. Und das ist dann so sein neues Geschäft geworden. Ja. Das macht er heute noch.